Dort liegen drei Pokémon. Haha, sie befinden sich in den Pokéball. Okay. Der könnte ein bisschen schneller schreiben, dann könnte ich auch besser sprechen. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt bist du alt. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur drei Pokémon übrig. Wo hast du die anderen hin? Irgendwo vergraben, oder was? Aber ich gebe dir eines ab. Wähle. Halt, Opa. Was ist mit mir? Professor Eich. Habe ein wenig Geduld, Gary. Auch du sollst eines bekommen. Mein Gott, war das jetzt eine Fehlsprache. Was bist du jetzt für ein Vieh? Ey, Bisasam ist langweilig. Leicht zu trainieren. Ash, du möchtest also das Pflanzen-Pokémon? Nein, ich möchte nicht Bisasam machen. Was ist das für ein Vieh? Shigi. Da wir ja die feuerrote Edition spielen, will ich jetzt einfach mal sagen, wir nehmen das Feuer-Pokémon. Glumanda. Wie gesagt, dort da putze ich das Vieh. Trainiere ist geduldig, aha. Ja, wir möchten das Feuer-Pokémon. Dieses Pokémon ist wirklich energiegeladen. Will ich auch hoffen, ist ja auch ein Feuer-Pokémon. Ash halt, Glumanda. Möchtest du Glumanda einen Spitznamen geben? Fällt mir da jetzt spontan was ein? Ach, das ist ein Weibchen? Oh, oh süß. Das Bild ist da oben, ist wirklich süß. Kosenamen für Glumanda haben wir da. Das lassen wir jetzt mal. Ich glaube, das kann man nachher auch noch vergeben. Was nimmt er? Shigi. Mhm. Gary erhält Shigi. Okay. Wenn er meint. Ich werde ihn nicht aufhalten. So, jetzt reden wir nochmal kurz mit dem Eich. Wenn du auf ein wildes Pokémon triffst, dann kann dein Pokémon dagegen kämpfen. Okay. Und du? Mein Pokémon sieht viel stärker aus. Das kämpfst auch nur du. Oh oh. Warte, Ash. Lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Yeah, epic Überblendeffekt. Eine Herausforderung von Rivale Gary. Shigi wird von Rivale Gary in den Kampf geschickt. Ich habe jetzt auch nur so schnell gesagt, weil ich mir dachten konnte, was denken konnte, was dachten konnte. Fail. Oh, um Himmels Willen. Aufdringlich wie immer. Ash, dies ist dein erster Pokémon-Kampf, nicht wahr? Ein Pokémon-Kampf findet statt, wenn Trainer mit ihren Pokémon gegeneinander kämpfen. Ach nee. Der Trainer, dem es gelingt, die Pokémon des anderen Trainers zu besiegen, indem er ihre KP auf 0 bringt, gewinnt. Ein anderer... Na, lass mich das. Aber darüber zu reden hilft nicht. Du musst selbst deine Erfahrungen machen. Kämpfe und lerne. Ich mach's nochmal. Was soll der Mann da tun? Kampf, würde ich sagen. Komm mal, gleich kaufen. Verkackt. Dem Gegner Schaden zuzufügen, ist der Schlüssel zum Sieg. Ach, Tackle setzt da ein, okay. Volltreffer, wunderbar. Nicht für uns natürlich. Wie war das ein Spoiler? Jetzt ist der Angriff von dem nämlich gelähmt. Der setzt jetzt Tackle ein, mal schauen. Macht er nur noch zwei Schaden. Jetzt haben wir nochmal Kratzer nach, dass wir den endlich unten nach unten kriegen hier. Und schon den holen wir ein bisschen auf. So, und schon haben wir ihn überholt. Oh oh. Oh 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 oh. Mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Schauen wir mal. Nein, jetzt hat er uns am Arsch. Na wunderbar. Oh. Brauchst du einen Soundeffekt? So einen Soundeffekt oder so. Glumanda wurde besiegt. Shigi, komm zurück und ab wieder in den kleinen Tierqualler-Pokéball. Ja, ich bin der Größte.
Naja. Wie enttäuscht. Oh, bei einem Sieg erhältst du ein Preisgold und deine Pokémon werden stärker. Wenn du aber verlierst, Ash, musst du das Preisgold zahlen. Na wunderbar. Da du dies noch nicht wusstest, zahle ich für dich. Aber wenn du durch diese Tür schreitest, wird das nicht mehr so sein. Okay. Daher musst du deine Pokémon stärken, indem du gegen wilde Pokémon kämpfst. Yay! Gary, okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Okay. Ash, Opa, wir sehen uns später. Okay. So, jetzt schauen wir mal nochmal in unserem Haus vorbei und dann würde ich sagen, machen wir uns da auf die Reise. Ich denke mal, dass es da oben weitergeht, wo uns der gute Professor Eich abgefangen hat. Hast du noch irgendwas zu sagen, Mutti? Ash, du solltest eine kurze Pause einlegen. Okay. Wenn sie meint. Sehr gut, du und deine Pokémon sehen großartig aus. Achte auf dich. Okay, wir versuchen es. Und er ward nie wieder gesehen. So, dann packen wir es mal. In diesen wilden Gräsern... Wollte ich gerade sagen, werden wir übrigens gern mal vom Pokémon angegriffen. Ein wildes Taubsi. Die man übrigens auch fangen kann, aber ich glaube, das ist jetzt... Haben wir überhaupt Pokébälle? Nein, ich glaube nicht. Nein, haben wir nicht. Pokémon? Weil da könnten wir das Vieh nämlich fangen. Aber das ja jetzt nicht geht, weil wir keine Pokéballe haben, ist das ein bisschen doof. Dann müssen wir es halt wissen. Das wird auch nicht so unbedingt die Tragik. Ich werde jetzt gerade ein bisschen stumm, weil die Kämpfe an sich nicht unbedingt so viel. Sachen sind. 23 Erfahrungspunkte haben wir erhalten, okay. Bist du wie einer da? Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Vertania City, okay. Am besten gebe ich dir ein Wärmegeschenk. Hier, bitte. Trank erhalten. Er steckt den Trank in die Itemtasche des Beutels. Okay. Hier genau und detailliert beschrieben im Übrigen. Muss man schon mal so sagen. Hier geht es nicht weiter. Wir müssen also durch dieses Gras hier. Verdammt. Ein wildes was? Radfahrt, okay. Ich weiß die ganzen Pokémon auch nicht mehr, also bitte nicht wieder lynchen, wenn man mal eins nicht weiß. Habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt, das Pokémon. Radfratz will jetzt Tackle ein, ne? Das ist ein bisschen doof, vor allem weil wir nicht geheilt wurden. Dann müssten wir in die nächste Stadt, dann wird das gehen. Verteidigung von Glomanda sinkt, aber wir haben ja mit dem nächsten Kratzer eher Marsch, also irgendwie ja sehr sinnvoll. Okay, Radfratz wird wieder besiegt. Glomanda hat 24 Erfahrungspunkte. Läuft. Und wir sind ein Level aufgestiegen. Yay! Glomanda erreicht Level 6. Okay. Dann laufen wir mal hier weiter. Oh. Oh, schon wieder. Ja, so sammelt man Erfahrungspunkte. Jetzt mal schauen, ob ich überhaupt noch HP habe, weil sonst muss ich flüchten. Ja, ich probiere es mal, ob es funktioniert. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, das könnte funktionieren. Der greift uns momentan noch nicht an. Das ist schon mal nicht schlimm. Ja, wunderbar. Ein Volltreffer und gleich mal alles Leben abgezogen. Wurde besiegt. Glomanda erhält 24 E-Punkte. Okay. So, hier rauf. Oh, schau die Musik aus. So, jetzt sind wir in Vertania City. Also, was ist das hier? Pokémon Supermarkt oder was? Sieht fast so aus.
Willkommen im Pokémon Center. Nein, da kann man unsere Pokémon rein und so. Ja.